Sternzeichen, ArchäologInnen und riesige Kampfroboter. Das alles mit einer guten Prise 2000er-Flair. Klingt erstmal nach esoterischen Gundams, aber na gut. Ob das so weit weg ist, schauen wir gleich mal. Herzlich willkommen zu dem Format, wo wir uns die ersten Folgen von einem Tokusatsu ansehen und ihr meinen ersten Eindruck von dieser Serie erfahrt. Das letzte Mal waren wir ja mit Kamen Rider Saber, mit Büchern und Schwertern unterwegs. Lasst uns diesmal 20 Jahre vor Saber gucken, wo wir mal einen Blick auf ein völlig anderes Franchise werfen, das im Jahr 2003 seine allererste Season feierte. Nämlich die Serie mit dem Namen Chōseishin Grand Seizure. Worum geht es? Vor 400 Millionen Jahren lebte bereits eine hochentwickelte Kultur auf unserem Planeten. Unter anderem haben sie auch die Chōseishin gebaut, riesige Kampfroboter. Doch leider wurde diese hochentwickelte Gesellschaft angegriffen und selbst die Chōseishin konnten der Zerstörung nichts entgegensetzen. Aus den Resten der zerstörten Zivilisation gingen dann die Grand Seizure hervor. Mit der Idee, dass diese KämpferInnen im Falle einer ähnlichen Katastrophe die Erde diesmal beschützen sollten. Von all dem weiß der Kurierfahrer Tenma überhaupt nichts. Bis eines Tages Überreste eines Chōseishin bei Bauarbeiten gefunden werden. Schnell ist der Weltraumarchäologe Horiguchi mit seiner Assistentin Mika zur Stelle. Bei dem ganzen Trubel muss ein Paket dringend an die Ausgrabungsstelle geliefert werden und so macht sich Tenma auf den Weg dorthin. Nachdem er aber keine Unterschrift bekommt, beschließt er heimlich, sich zum Grabungsteam zu schleichen. Aber anstatt auf den Professor trifft er dort auf einen anderen Eindringling, der in eine Schlägerei mit den Sicherheitsleuten verwickelt ist. Als die Situation dann weiter eskaliert, verwandelt sich der Eindringling plötzlich in einen Kämpfer, entfacht ein Tornado und setzt Teile der Ausgrabungsstätte in Schutt und Asche. Just in diesem Moment leuchtet dann plötzlich ein Tattoo auf Tenmas Hand auf und der Eindringling entführt ihn. Und am nächsten Morgen erwacht dann Tenma im Versteck des Kämpfers, dem dann das Angebot unterbreitet, sich den Grand Seizuren anzuschließen. Das Problem an der ganzen Sache: Tenma hat immer noch keine Ahnung, wovon da alle sprechen. Und so packt er seine 7 Sachen und will sich nach Hause machen. Doch die Gruppe will ihn absolut nicht gehen lassen und so wird Tenma von einer Grand Seizurin in Schach gehalten. Und genau während dieses Kampfes erwacht dann doch Tenmas Grand Seizure Form und schon bald beginnt ein Rennen mit der Zeit. Denn die Suche nach den Chōseishin ist bereits im vollen Gange. Was fällt auf? Bis jetzt haben wir uns ja immer mit den typischen Produktionshäusern von Henshin Hero beschäftigt. Das sind in meisten Fällen Toei und Tsuburaya, die ja mit Kamen Rider, Super Sentai und Ultraman so die Flaggschiffe in diesem Bereich haben. Eine Firma, die zwar im Tokusatsu-Bereich sehr viel unterwegs ist, aber weniger im Henshin Hero-Genre, fehlt hier aber noch. Und da rede ich nicht von irgendeiner kleinen Firma, sondern der Firma, die im Grunde mit Godzilla sehr wegweisend für das komplette Tokusatsu-Genre war. Und ihr ahnt es sicher schon, von wem ich rede. Die Rede hier ist von der Firma Toho. Egal ob Godzilla oder Mothra, Toho ist einfach nicht wegzudenken, wenn man sich japanische Live-Action ansehen will. Und tatsächlich hat sich Toho auch schon mal an verwandelbare HeldInnen versucht über die Jahre. Rainbow Man zum Beispiel im Jahr 1972. Oder Cybercop von 1988. Oder manche von euch kennen vielleicht auch Geifert von 1996. Das waren so alles Einzelversuche, die aber nie wie Rider oder Sentai sich fest etablieren konnten als Franchise. Die erste Serie, die, wenn auch ein sehr kleines Franchise aufbauen konnte, waren die Seijin-Serien, die 3 Staffeln umfasste. Grand Seizure von 2003, Justiriser von 2004 und Seizure X von 2005. Und ich habe mir jetzt die ersten 3 Folgen von Grand Seizure angesehen und muss sagen, wenn man wirklich nur Rider, Sentai und Ultraman guckt, ist Grand Seizure wirklich was Erfrischendes, obwohl man sich schon auf ein paar Aspekte einlassen muss. Aber lasst uns erstmal über die Charaktere in Grand Seizure sprechen. Zu einem haben wir da unseren Lieferkurier Tenma. Also, wenn ich ihn jetzt beschreiben müsste, würde ich sagen, er ist einfach ein kleines, bockiges Kind, das auf absolut niemanden hört. Das fängt schon in der ersten Folge an, wo er seinen Scooter im Halteverbot parkt und nichts auf den Hinweis des Polizisten gibt und einfach an ihm vorbeirennt.
Und dann natürlich die ganze Sache an der Fundstelle, wo er für eine fucking Unterschrift über einen Zaun klettert, nachdem er deutlich darauf hingewiesen wurde, ist, dass er nicht das Gelände zu betreten hat. Und das zieht sich irgendwie über die ganzen 3 Folgen, die ich gesehen habe. Man sagt Tenma irgendetwas und er tut dann genau das Gegenteil davon. Das ist ehrlich gesagt nur minimal nervig, weil es einfach hier noch ganz viele andere Charaktere gibt, die auch ihren Fokus bekommen. Aber so eine Serie nur mit Tenma fände ich richtig anstrengend. Ja, dann haben wir noch unseren Professor, der irgendwie alles weiß und Dinge tut oder sagt, die sicher kein Archäologe der Welt tun oder sagen würde. Aber hey, er ist schließlich Weltraumarchäologe. Da ist das wissenschaftliche Vorgehen sicher ein ganz anderes. Er ist halt unser Exposition-Dumper, der die Charaktere an die Hand nimmt und für sie und natürlich auch für uns RezipientInnen alles Nötige erklärt, damit sie es verstehen. Das ist soweit okay, vor allem mit diesem ganzen Archäologie-Setting in der Serie. Neben dem Professor gibt es dann noch den relativ jungen Ken. Das ist der kleine Bruder von Mika. Er wirkt sehr unsicher und scheinbar hat er auch mal einen Hang, Grenzen zu überschreiten. Schließlich ist er auch voll dabei, als ich Tenma auf die Fundstelle schleichen möchte. Naja. Kommen wir mal zu der Assistentin von Professor Mika. Sie charakterisiert sich hauptsächlich durch die Antipathie gegenüber Tenma und der Sorge um Ken. Im Grunde ist sie sowas wie das Bindeglied zwischen den 3 Kerlen im Team. Und sie denkt ehrlich gesagt auch als einzige weiter als 5 Meter Feldweg. Ein gutes Beispiel dafür ist Folge 3, wo sie den Choseishi namens Garuda entdecken. Dieser erwacht plötzlich und es muss jetzt klar sein, dass in der unmittelbaren Umgebung alle nötigen Grand Caesar sich versammelt haben müssen. Und da stehen sie nun alle vor diesem Roboter und der einzige, der für die anderen kein Caesar ist, ist eben Ken. Und keiner aus der Gruppe kommt auf diesen kleinen Gedanken, dass Ken eventuell der nächste Grand Caesar sein könnte. Außer Mika, die ihn dann sehr direkt darauf anspricht. Alle anderen hätten hier wahrscheinlich noch eine halbe Ewigkeit weiter überlegt, wer wohl dieser Grand Caesar sein könnte. Obwohl nur noch eine Person zur Auswahl steht. Aber nicht nur Ken und Tenma werden zu Grand Caesar, sondern weit vor ihnen in der Story eigentlich schon Mika, die allererste Caesarin war. Und das ist eigentlich ganz nice. Allgemein hat Grand Caesar viele weibliche Charaktere in den Teams zu bieten und das im Jahr 2003. Zu der Zeit hatte Kamen Rider Yuki gerade mal eine Riderin von 13? Und die nur im Film. Und die wurde in dem Film auch gekillt. Und Abaranger hatte mit Yellow jetzt auch nur eine Kämpferin. Dagegen hat Grand Caesar deutlich mehr zu bieten mit insgesamt 4 Kämpferinnen. Neben unserem Hauptteam haben wir dann noch unsere coole, böse Gang, die in den 3 Folgen einfach, weiß ich nicht, die Rolle der Antagonistin erstmal einnimmt. Obwohl so richtig böse sind sie im Grunde ja noch nicht mal. In Grand Caesar gibt es nämlich nicht nur ein Team, sondern ganze 4 Stück. Das sind die Clans, denen dann auch verschiedene Elemente zugeordnet sind. Tenma, Mika und Ken zum Beispiel sind zusammen der Flammenclan. Das erkennt man zum Beispiel ganz gut an diesem roten Farbschema. Und die Violetten hier sind eben der Windclan, die sind weniger böse als mehr, ja so, weiß ich nicht, 2000er cool. Also wenn die Serie ein Schulhof wäre, wäre der Windclan so in der coolen, edgy Ecke mit ihren schwarzen Lederoutfits und Sonnenbrillen. Und vom Outfit her hätten sie auch super in ein 2000er Musikvideo passen können. Es ist, ganz ehrlich, richtig zauberhaft. Und wie gesagt, sie wirken in den 3 Folgen weniger böse. Mehr wie so eine Gruppe, die so ihre eigenen Ziele hat und in der Kommunikation einfach nicht besonders gut ist. Aber ganz ehrlich, darin sind alle in dieser Serie nicht besonders gut. Am Ende von Folge 3 wird dann noch der Erdclan eingeführt und später kommt dann noch der Wasserclan hinzu. Jeder der Clans hat 3 KämpferInnen und das Konzept von 4 verschiedenen Teams, die jeweils farbgecodet sind, das gefällt mir. Das hat was. Das gilt übrigens auch für die Suits. Gerade diesen sehr runden, wulstigen Style sieht man bei Rider, Sentai oder Ultraman eher seltener. Und dass sie im Team auch mit verschiedenen, zum Beispiel Gelbtönen gearbeitet haben, mag ich sehr. Das alleine hilft schon bei der Unterscheidung der Charaktere, obwohl sie das ganz ehrlich noch nicht mal so krass gebraucht hätten. Die Suits sehen so schon anders genug aus. Und das Runde in den Anzügen bringt auch nochmal einen schönen Kontrast zu den klaren, eckigen Kanten ihrer Roboter in der Serie mit.
In den drei Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, kamen allerdings erst zwei Roboter vor. Zunächst der des Windclans mit dem Namen Dorkus und der des Flammenclans mit Namen Garuda. Dorkus ist im Grunde ein großer lilaner Nashornkäfer, der fliegen kann. Daneben hat er noch einen Warrior-Mode, wo er verdächtig nach Beetlemon aus Digimon Frontier aussieht. Und Garuda ist einfach nur ein vogelförmiger Jet und im Grunde hat er auch noch einen Warrior-Mode, der kam jetzt aber in den Folgen, die ich gesehen habe, nicht großartig vor. Sobald es um die Mechas oder allgemein um Miniaturen in Grand Chaser geht, da kommt der Serie die Erfahrung aus Godzilla einfach mega zugute. Alles sieht so wirklich schön aus. Was liegt aber auch daran, dass sie tatsächlich auch Godzilla-Props genutzt haben. So werden Fans von Godzilla Final Wars ab und an das Gotengo-Raumschiff in der Serie wiedersehen. Oder auch die Maser-Kanone aus unzähligen Godzilla-Filmen kommt vor. Auch ganze Set-Teile sind im Grunde aus Godzilla-Filmen wiederverwendet worden. Aber nicht nur Godzilla-Fans haben hier viel zu entdecken. Die Raumschiffe aus Grand Chaser sind im Grunde die Spaceships aus dem 1984er Sci-Fi-Streifen Sayonara Jupiter. Man hat also relativ viel recycelt. Aber ganz ehrlich, mich persönlich stört das nicht so viel. Aber vielleicht seht ihr das ja anders. Haut mal in die Tasten, ob ihr sowas gut findet oder sagt ihr dann eher, na, das sollte man dann doch lieber alles selbst machen. Aber nicht nur bei Miniaturen haben wir Leute mit Toku-Erfahrung, sondern auch auf dem Regiestuhl sitzen. Da saß unter anderem nämlich Muraishi Hirochika. Er hat in einigen Ultraman-Serien Regie geführt, zum Beispiel in Ultraman Tiger, Dinah, Gaia, Cosmos, Mebius und zuletzt in der Serie Ultra Galaxy Daikaiju Battle Never Ending Odyssey von 2009. Davor hat er übrigens auch noch Regie in einer anderen Tsuburaya-Serie gemacht, nämlich in Denko Chojin Gridman, worüber ich übrigens auch schon mal ein Video gemacht habe, das findet ihr hier in der Infobox. Er hat also schon einiges an Tokusatsu gemacht und war dann später auch weiter in der Regie in diesem Seijin-Franchise drin, nämlich in der Nachfolgeserie von Justy Riser. Wer deutlich weniger Erfahrung mit Henshin Heroes mitbrachte, war der Hauptautor der Serie, Okawa Toshimichi. Er hatte lediglich Folge 19 und Folge 27 von Gridman vorher geschrieben. Was waren das eigentlich für welche? Wartet mal. Ah ja, also Folge 27 war die Folge, wo die Spielsachen alle vollkommen durchdrehen. Und Folge 19 war... Oh nein, das war die Folge mit der Polizistin, die einfach zu sexy für ihren Job ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Genau die Folge, die ich damals an Gridman kritisiert hatte. Ah ja, so schließt sich der Kreis. Danke für dieses Meisterwerk, Okawa-san. Aber wie gesagt, das waren ja so seine einzigen Erfahrungen im Henshin-Hero-Bereich. Daneben hat er mega viele Live-Action gemacht, die halt eben nicht in dieses Subgenre einfließen. Sein aktuelles Live-Action-Werk ist ein Cop-Movie von 2024 mit dem Titel Kaitekita Abu Night Deka. Also der englische Titel scheint sowas zu sein wie Abu Deka is back. Aber interessanter für die meisten von euch müssten eigentlich seine Drehbücher im Anime-Bereich sein. Da hat er zum Beispiel zum Anime Cat's Eye, ein super Trio, einiges geschrieben. Außerdem vieles zu Lupin the Third, Detektiv Conan oder City Hunter. Wenn wir uns das so ansehen, ist das alles sehr Mystery-lastig. Und wenn ich mir Grand Chaser so anschaue, könnte die Serie tatsächlich sehr davon profitieren. Weil am Anfang weiß man im Grunde gar nicht, was so abgeht und was die Motive von allen sind. Könnte also noch sehr interessant werden mit diesem Autoren. Was ich übrigens auch sehr interessant finde, ist, dass Grand Chaser im Grunde eine Zusammenarbeit zwischen Toho und Konami ist, die sich im Grunde die Kosten für dieses Projekt geteilt haben. Falls ihr mir übrigens mit diesem Kanal hier finanziell ein bisschen unter die Arme greifen wollt, in der Videobeschreibung findet ihr meinen Ko-fi-Link, wo ihr ein kleines Trinkgeld hinterlassen könnt. Lasst uns jetzt mal noch zu den Sachen kommen, die vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Die Serie ist ja von 2003 und darauf müsst ihr euch gerade bei den visuellen Effekten einstellen. Während die Miniaturen wunderbar gealtert sind, sind es die Computereffekte teilweise nicht so gut. Klassischer Fall einfach von einfach drübergelegten Lichteffekten, ohne dass die Umgebung irgendwie angestrahlt wird. Alles wirkt so ein bisschen plain und einfach drübergelegt. Das ist jetzt nichts mega Schlimmes und ganz ehrlich, man kommt rein, wenn man ein paar Folgen davon sieht. Man merkt aber auch, dass sie versucht haben, bei den visuellen Effekten so eine kleine Extrameile zu gehen. So hat zum Beispiel Temma in seinem ersten Kampf eine kleine Bullet-Time-Einstellung und sie haben auch irgendwie versucht, die Sprünge eben nicht mit Schnitten zu kaschieren, sondern eben mit digitalen Modellen.
Und das sind alles so ganz nette Ideen. Wenn man es aber heute ansieht, wirken sie einfach ein bisschen eingestaubt und veraltet. Aber hey, die Serie ist halt eben von 2003. Außerdem scheint die Serie so manche Sachen einfach schnell zu vergessen. Also, ihr kennt das doch sicher, wenn in Serien so richtig krasse Sachen passieren, aber niemand mehr später darauf eingeht. Genau das hatte ich in dem Moment, wo Garuda und Dorkus eine Verfolgungsjagd sich gegenseitig lieferten und dabei einen kompletten Staudamm in die Luft sprengten. Also so ein bisschen wie in Gekiranger, wo die Sprengung dann in ein echt tolles Debüt von Gigitoja mündete und wir dann einen ganzen Kaiju-Battle in dieser überfluteten Stadt bekamen. Ja, aber hier in Grand Caesar wird der Staudamm dann gesprengt und später tun dann so, als sei das alles überhaupt nicht passiert. Das ist einfach mega unbefriedigend. Außerdem sehe ich einen ganz großen Nachteil in den Teams, die ja jeweils 3 Mitglieder haben. Das heißt, insgesamt sind wir dann bei mindestens 12 Caesar-Innen in der Serie, was einfach bei einer Serie von 51 Folgen gerade mal im Durchschnitt für jeden Charakter 4 Folgen bedeutet. Also entweder bleiben dann alle Charaktere gleich flach oder manche fallen einfach hinten runter. Oder sie haben das einfach so gut und dicht geschrieben, dass das vielleicht auch richtig gut werden kann. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe ja nur die ersten paar Folgen gesehen und die waren eigentlich gar nicht so schlecht. Ganz im Gegenteil. Mir hat Grand Caesar auf jeden Fall mega Spaß gemacht, auch wenn bei dem Grundsetting mit der zuvor ausgelöschten Zivilisation und den Raumschiffen ein bisschen mein Schwurbelalarm angeht, aber der große Vorteil hier ist, es ist nun mal Fiction und die Serie tut nicht so, als sei das hier in irgendeiner Form historisch. Und wenn man mal Lust hat, irgendwas anderes zu sehen, dann könnt ihr ruhig in Grand Caesar reinschauen. Oder vielleicht habt ihr das ja schon mal? Wenn ja, würde mich mal eure Meinung derbe interessieren, also rein in die Kommentare damit. Jetzt kommt ja bald der Sommer und ich dachte mir, dass ich mich über den Sommer hinweg ja mal mit einigen Serien aus dem letzten Jahr beschäftigen kann. Letztes Jahr haben wir in diesem Format so ein paar Serien besprochen, die noch eine Fortsetzung bekommen haben. Deswegen werde ich mich in den nächsten Monaten im Sequel-Sommer mit genau diesen Fortsetzungsserien beschäftigen. Also, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn ihr jetzt noch das Video sehen wollt, wo ich mich über die eine Folge von Okawa in Gridman aufgeregt habe, findet ihr hier 5 schlechte Dinge an Denko Chojin Gridman. Viel Spaß damit, sehr unterhaltsam. Tja, und wenn ihr das nächste Mal ein archäologisches Fundstück entdeckt, informiert doch lieber die zuständigen Landesämter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis denne. Ciao.